Yo, heute gibt es mal ein etwas anderes Video, denn ihr könnt sicherlich schon erkennen, es handelt sich hierbei um Hyrule Guesser. Und Hyrule Guesser ist basically die BOTW-Version von GeoGuessr. Es ist basically eine Art Spiel, bei der man Bilder oder Orte zu Gesicht bekommt und diese dann auf der Map wiederfinden muss. Also, im Grunde sollte es ja ein leichtes Spiel für mich werden, denn ich meine, ich habe BOTW schon ein paar Mal durch. Ja, starten wir doch mal einfach ein Game und ich hoffe, ich werde mich jetzt nicht komplett blamieren. Es fängt schon gut an. Okay, ich überlege gerade, wo könnte das sein? Das muss irgendwo in der Nähe von diesen Sümpfen hier gewesen sein. Ich bin mir actually ziemlich sicher, dass es hier in der Nähe gewesen sein muss. Vielleicht auch hier irgendwo, ein bisschen weiter südlich. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich von Kakariko da einigermaßen gut hingekommen bin. Ich glaube, hier ist Kakariko. Genau. Und es geht hier in diese Richtung. Ist die Frage, wie logge ich hier was ein? Oh, okay, ich muss hier einfach nur was anklicken. Das ist schon mal ganz nice to know. Ich glaube, so weit nördlich war das eigentlich gar nicht. Das heißt, es muss irgendwo hier unten gewesen sein. Vielleicht hier an dieser komischen Abzweigung? Könnte das hier sein? Man sieht aber da hinten irgendeinen Turm. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Hinweis eigentlich. Oh Gott, das ist doch safe der Turm des Waldes, oder? Oder des Sumpfes? Ach, wisst ihr was? Ich YOLO jetzt einfach mal komplett rein. Ist ja die erste Runde. Ist noch zu verkraften, wenn ich es verkacke. Das heißt, ich sag jetzt einfach hier. Okay, schade. Ja, ich würde sagen, das ist definitiv kein Punkt. Das ist nämlich schon deutlich weiter weg. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es genau hier auf diesen Inseln ist. Aber ja, doch. Gut, lag ich doch ein bisschen daneben. Okay, das ist, glaube ich, relativ einfach. Das ist ja ganz klar Hateno, was hier abgebildet ist. Das heißt, wir gehen einfach mal hier hoch, ne? Hier ist doch Hateno, ne? Nein, just kidding. Finde ich das witzig, oder? Ich verarsche euch natürlich nur. Hateno ist... Moment mal, wo ist Hateno eigentlich? Okay, peinlich. Ne, hier oben. Hier oben. Genau, das ist Hateno. Hier ist dieses Labor. Es muss ja irgendwo hier oben sein auf einem Berg. Hier vielleicht an der Kante eventuell. Hier oben so am kleinen Teich. Ich bin mir relativ sicher, dass es in der Nähe des Teiches sein muss, oder? Oder ist das der Teich? Ist das der Teich? Moment, es muss hier sein. Es muss hier an diesem Teich sein. Ja doch, klar. Hier ist doch diese kleine Farmerhütte. Da muss es hier oben irgendwo sein. Ich sag, es ist hier oben. Und, okay, ich muss sagen, ich lag gar nicht so weit daneben. Ich würde sagen, das kann man als Punkt eigentlich werten, oder? Also ich meine, es handelt sich ja wirklich nur um so ein paar Millimeter. Und auf die kommt es jetzt auch nicht an. Dann würde ich sagen, ich habe schon mal einen Punkt. Immerhin. So, also das hier ist irgendwo in der Sora-Region, beziehungsweise in der Nähe des Sora-Dorfes. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall schon mal in diese Richtung gucken. Jetzt die Frage, gucken wir in den Süden oder gucken wir in den Norden? Ich bin der Meinung, wir gucken in den Norden. Da unten ist auf jeden Fall eine kleine Brücke abgebildet. Hier unten befindet sich eine kleine Brücke. Wo könnte das sein? Da hinten ist auch eine Brücke. Ich glaube, da hinten ist diese große Brücke, über die man rüberlaufen muss und wo dann dieser eine Gegner kommt. Kann das sein? Ich meine, das ist diese Brücke. Was so viel bedeutet wie, wir sind noch deutlich davor. Hier befindet sich diese Brücke und hier ist diese kleine Brücke. Das heißt, hier oben irgendwo, oder? Aber hier ist ein Weg. Ah, okay, das verunsichert mich jetzt doch ein bisschen. Nee, Moment, das ist doch Quatsch. Hier ist aber so eine Kante. Seht ihr die? Und es könnte die hier oben sein. Pfeifeld, wenn es stimmt. Ja, ich sag jetzt einfach mal hier oben, ne? Okay, wir sind wirklich dicht dran. Ich würde sagen, das ist auch definitiv ein Punkt. Doch, safe. Also das ist ja ultra close. Bisher läuft es doch ganz gut. Ja, und jetzt kommen die Sachen, die mir nicht mehr so sehr gefallen. Das ist auf jeden Fall das Hebra-Gebiet. Habe ich recht? Ja, da fängt es schon an. Ich habe keine Ahnung, ob es das Hebra-Gebiet ist oder ob es in der Nähe vom Nydra-Berg ist. Ich kann es gerade null einschätzen. Ich sage jetzt einfach mal, dass es das Hebra-Gebiet ist. Und ich meine, das Bild macht es uns wenigstens so leicht, ein gegnerisches Lager halt abzubilden. Und die müsste man ja eigentlich auch auf der Karte sehen können, soweit ich weiß. Hier ist einer. Könnte es der hier sein? Der ist ziemlich groß. Sind die alle so groß? Also wenn die, ja, müsste man die ja eigentlich easy finden können. Ich schau mal, findet man hier noch mehr dieser großen Totenköpfe? Wenn ja, dann ist es ziemlich einfach. Ne, hier sind auch noch welche. Okay, die werden tatsächlich angezeigt. Das ist doch ein kleiner Trost. Also hier ganz oben ist einer. Ich weiß nicht, ob es der ist. Könnte es der sein? Ne, das glaube ich nicht. Weil hier geht es eigentlich viel zu tief runter. Da müsste man eigentlich nur Felswände sehen. Das heißt, der ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Hier unten, der könnte es sein. Eigentlich müssten wir nur Bäume zählen, to be honest. Hier sind zwei Bäume und hier sind drei. Das haut damit eigentlich hin. Und da ist noch einer. Lol, imagine, ich erkenne das jetzt an den Bäumen. Wie wild wäre das denn? Kann man nicht anders sagen. Imagine, es ist hier oben drauf. Und ich habe es an den Bäumen erkannt. Also dann bin ich wirklich 5000 IQ, oder? Nee, tatsächlich, die Baumanzahl stimmt einfach. Ey, das muss es sein. Das muss es sein, oder? Oh mein Gott, ich bin es einfach. Ich bin einfach der Hyrule Guesser. Ich zähle einfach die Bäume und gewinne. Das ist hier ganz klar Kakariko. Wo gucken wir gerade runter? Ich glaube, das ist Impas Haus. Ja gut, das sollte ziemlich easy sein. Da fängt schon an, Leute. Hier ist Kakariko. Da ist Impas Haus. Und wir gucken so ein bisschen direkt zum Wasserfall. Der Wasserfall ist
dort. Das heißt, wenn der Wasserfall dort... Nee, Moment, wir gucken auf den Wasserfall. Das heißt, irgendwo hier oben. Ich sag hier oder dort. Irgendwo da oben. Irgendwo hier in dem Bereich. 100%. Okay, okay, das war sehr, sehr close. Das war wirklich sehr, sehr close, muss ich sagen. Ich würde sagen, ich habe 4 richtig geraten, 1 nicht. Welches habe ich nicht geraten? Genau, das hier in diesen Inseln. Machen wir eine neue Runde. Okay, es wird auf jeden Fall schon wieder schwieriger. Ich merke schon. Das sagt mir wirklich gar nichts. Ich muss ehrlich sagen, das sagt mir überhaupt nichts. Da hinten ist ein großer Berg. Das sieht auf jeden Fall aus wie der Berg von Nydra. Das ist doch irgendeine wichtige Farm aus einem alten Spiel, oder? Ich glaube, das ist irgendein Ort, den man kennen sollte. Es könnte halt die London Farm oder so sein. Ich weiß es aber nicht. Boah, also das werde ich komplett verkacken. Kann ja eigentlich nur diese Farm sein, aber das ist sie halt nicht. Egal, ich vote einfach. Ich habe nämlich keine andere Idee. Oh, okay. Okay. Ich bin ehrlich, das ist ja gar nicht so fernab gewesen. Okay, krass. Eigentlich kann man dafür einen Punkt geben. Es ist halt sehr, sehr knapp. Aber ich weiß nicht, die Distanz ist mir doch ein bisschen zu groß. Vielleicht sage ich einen halben Punkt. I don't know. Es geht genauso schwer weiter. Wobei, ist es schwer? Es ist irgendwo in der Nähe des Canyons. Und da ist eine Brücke. So in dieser Tabanta-Region. Wo befinden sich hier Brücken? Wo ist dieser Canyon? Hier ist dieser Canyon. Sieht man hier Brücken drauf? Hier ist eine Brücke. Gibt es nur eine Brücke? Ja, es kann echt sein, dass es nur eine gibt. Lol. Okay, es gibt, glaube ich, nur eine Brücke. Das ist ja dann total easy. Wobei, wo genau soll hier ein Turm sein? Das macht gar keinen Sinn. Und ich glaube, dass hier hinten ist doch das Ende der Map. Warum ist da Schneegebiet? Weil ich würde denken, dass hier drüben das Schneegebiet ist. Das heißt, wenn da das Schneegebiet ist, muss es irgendwo hier sein. Wir sind auf der Seite und schauen in diese Richtung, oder? Moment mal, hier ist auch eine Brücke. Ist das die Brücke? Könnte das das Rätsels Lösung sein? Tricky. Ich sag einfach, dass es hier unten irgendwo ist. Ergibt eigentlich für mich gar keinen Sinn, aber das Ding ist, hier ist eigentlich Sandgebiet. Deswegen ergibt es für mich keinen Sinn. Egal, ich logge jetzt einfach ein. Ich hoffe, es funktioniert. Nein, okay, das war klar. Doch, da oben. Aber dann ergibt es für mich keinen Sinn. Warum ist hier Eis? Okay, nee, verstehe ich nicht, aber das ist definitiv kein Punkt, das ist klar. Das ist auch schon wieder sehr, sehr tricky. What the fuck? Wo ist das denn? Also man sieht auf jeden Fall, da drüben war Ruta. Man sieht das Gerudo-Gebiet. Und es ist komplett gegenüber. Und hier ist Hyrule Castle. Das heißt, es muss hier irgendwo in der Nähe des Todesbergs sein. Jetzt die Frage. Lol. Könnte es hier sein? Das sieht nämlich so aus, als wäre hier oben so eine Plattform, oder? Sieht halt ein bisschen so aus, als wäre das so ein Lager, aber ich glaube, das ist es nicht. Also Hyrule Castle ist östlich. Das heißt, es muss weiter südlich sein. Irgendwo hier. Hier könnte so ein Lager sein. Ist das ein Lager? Ich weiß halt nicht, ob Lager auch abgebildet sind auf der Map. Hey, wieso kann man Waruta und Hyrule Castle sehen? Das muss ja dann irgendwo hier sein. Hier kann man Hyrule Castle sehen. In der Mitte ist das Gerudo-Hochland. Und hier ist irgendwo Waruta. Das heißt, es muss irgendwie in diesem großen Winkel sein. Krass eigentlich. Wie viel man sehen kann. Ja gut, dann würde ich schon sagen, dass es irgendwo dort ist, wo ich gerade markiert habe. Das ergibt für mich am meisten Sinn. Okay, loggen wir das einfach ein und... Yo, okay, das ist ultra nah. Alter, heftig. Als ob ich es daran erkannt habe. Ja doch, dann muss das hier diese Plattform gewesen sein. Ja, nice. Okay, das war ja dann voll easy. Okay, weiter geht's. Oh, das sollte, glaube ich, ziemlich einfach sein. Es muss ja irgendwo im Ornidorf sein. Und es muss in der Nähe von so einem Schädel sein. Okay, jetzt die Frage. In welche Richtung guckt Vamedo? Er muss ja in Richtung... Hyrule Castle gucken. Das heißt, in diese Richtung, nach rechts. Dann muss es ja das sein, weil wir schauen ja hinten auf den Titan drauf. Hey, na klar, dann ist es doch ganz klar hier. Das muss 1:1 hier sein. Alles andere würde gar keinen Sinn ergeben. Ja, safe. Safe, safe, safe. Ja, okay, das war einfach. Das war ziemlich einfach. Wir sind wirklich sehr, sehr dicht dran. Also wirklich nur ein Millimeter daneben. Das kann man auf jeden Fall vernachlässigen. Was haben wir jetzt? Ein Turm. Okay, das macht die Sache auf jeden Fall deutlich einfacher. Und das scheint, glaube ich, Vanaboris zu sein. Ich glaube, das ist der Rüssel von Vanaboris. Nee, nicht der Rüssel, der Kopf. Nicht der Rüssel. Was laber ich? Die Frage ist, welcher Turm ist das? Der sagt mir gerade gar nichts. Ist das der Turm des Sees? Ich meine, da drüben sind auch die Gerudo-Hochlande. Das heißt, es muss ja da sein. Das ist wirklich der einzige Turm, der mir dazu einfällt. Das muss der Turm des Sees sein. Und der ist hier unten. Das wird aber auch sowas von falsch sein. Das kann eigentlich gar nicht stimmen. Ja, keine Ahnung. Für mich kann es nicht stimmen. Aber ich sage jetzt einfach mal, dass es doch stimmt. Und deswegen voten wir. Oh, komm bitte. Oh, als ob. No way. No way. Ist das in den Ebenen von Hyrule? Hä, hey, das sah doch so nah aus. Ach du Heiliger, das ist definitiv kein Punkt. Das heißt, ich habe eigentlich alles richtig geraten, außer das letzte. Und bei dem einen haben wir gesagt, es ist ein halber Punkt. Das bedeutet, wir haben 7,5 Punkte von 10 insgesamt. Das geht eigentlich. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses Video gefallen. Probiert es doch gerne mal für euch selber aus und erzählt mir doch gerne mal, wie viel ihr so richtig geraten habt. Und dann sehen wir uns demnächst wieder zu einer BOTW-Challenge. Ich bin euer Kamsen. Macht's gut!